Also meine Lieben, am 2.9. kommt das neue Album von Echoes, heißt Ekre. Und ich meine, runterladen finde ich ja geil, aber bezahlen finde ich noch viel besser. Also 2.9. und dann richtig mal ein bisschen was auf den Tisch tun, weil ansonsten kann der Kerl ja nichts leben. Dann ist der, hat er sehr hungrig und verhungert und Kinder, die ist ja gar nicht unehelich. Der hat, also irgendwie müssen die ja finanziert werden. 2.9. neues Album und Mensch, kauft's einfach. Ich lasse jetzt wachsen. Ne? Sollen wir oder stören schon? Ich bringst du drauf? Ja. Wie bringst du das weg? Ja. Alles klar. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ihr kennt den Prozess. Jetzt wird eine CD gekauft. Yes, yes. Come on. Come on, man. I show you how to buy a CD. So, Leute. Also jetzt sind wir wieder hier vereint, um eine CD zu kaufen und wir werden natürlich wieder zahlreiche Rap-Künstler unterstützen. Aber komm mal besser hier auf die Seite, das ist meine Schokoladenseite. Neuer Anlass, gleiche Prozedur, dieses Mal ist der Anlass das Ekrem-Album, ihr wisst Bescheid. 2.9., ein Tag vor meinem Geburtstag. Richtig, da werden ordentlich reingefeiert. Da werden natürlich auch zahlreiche Damen erwartet, die sich auch bei Facebook bei mir melden können. Farid Hamed. Die Voranmeldung erstmal zu machen. Genau. Farid Hamed El Abdelawi. Ich habe eine neue Facebook-Seite. Edit mich. Aber nur wenn ihr das neue Echo-Album Ekrem kauft. Weil dann nehme ich mal an, die mit der CD Foto haben, wo die CD in der Hand haben. Erstmal ein Applaus an uns selber. Wir sind alle drei noch zusammen. Ist ja heutzutage nicht selbstverständlich. Lass mich in der Mitte bleiben. Lass der Vater bitte in der Mitte bleiben. So, ist ja nicht selbstverständlich. Die anderen meistens, wenn die einmal 100 Euro sehen, ficken die sich alle gegenseitig in den Arsch. Wie, man kann auch 100 Euro sehen? Wie? Wo sind diese 100 Euro? Das frag ich mich immer. Wo sind diese scheiß 100 Euro? Wie oft sind wir diesen Weg schon gegangen? Echo zu den Arkaden? Ein paar Mal. Einmal der Ralf Richter, der hat, glaube ich, Oscar dafür bekommen. Voila, der Mediamarkt, der lebt von uns, ne? Ja. Die Uhren sind halt. Ne, die Frau wusste schon, letztes Mal, wo ich mit Farid da war, die Kassiererin hat so gelacht, meinte, ja, dreht ihr wieder euer Video? Also, die ist ja nicht Mediamarkt. Übrigens, jedes Mal sagen wir Mediamarkt, aber gehen dann zu Müller. Also, ja, stimmt. Das können wir jetzt auch machen. Also, wir gehen jetzt zum Mediamarkt. Und die wissen das schon. Also, sogar die Kassiererin hat es im Internet gesehen. Okay. Ihr seid ja auch YouTube-Stars. Ja. Und dann kommt das rum, dass sogar eine alte Frau so, die das mitkriegt. Ich war gerade frisch im Urlaub. Man sieht natürlich wieder hier schön braun gebräunt. Bin ich schön auch für die Damen, schön mit anzuschauen, auch für die weiblichen Zuschauerinnen bei YouTube, die sich natürlich auch sehr gerne die YouTube-Videos anschauen. In der Hoffnung, auch gerne auch von anderen Rappern sich das anschauen. In der Hoffnung, dass die mich da irgendwo finden im Hintergrund, dass ich vielleicht in einem Video rumstehe oder so. Dass man natürlich mal wieder neues Material von mir hat, wo die dann das Video anhalten, auf Stopp drücken und dann das so als Foto raus tun und dann als Facebook-Profilbild machen. Der steht ja auch in der Mitte jetzt, ne? Ich stehe auch jetzt in der Mitte. Wir können aber tauschen, wenn ihr möchtet, aber... Sackgasse. Wir können aber gleich tauschen, wenn das Video zu Ende ist und da kommt auch ein guter Freund von mir. Ja, jetzt sind wir wieder am berühmten Kalt Post. Fantasy-Filme sind genau mein Ding. Jetzt sind wir genau hier bei Jobbörse. Hier? Ja. Zeig mal einmal da rum. Jobbörse. Hier wird nochmal gecyphert. Jobbörse. Und also da muss ich auch nochmal an dieser Stelle, ist auch ein besonderes Erlebnis passiert, was auch Hip-Hop angeht. Köln, kennt ihr, eine sehr große Stadt. Und Oli Banjo, nach der John Bello Story Tour 3, habe ich ihn hier getroffen. Der stand da die ganze Zeit rum, habe ich gesagt, da bin ich so auf den zugegangen. Habe ich gesagt, ey, versteh mich nicht falsch, ich bin jetzt kein Fan oder so. Aber bist du nicht Oli Banjo? Meinte er, ja klar. Meinte ich, wieso bist du gerade hier? Du warst doch gerade auf Tour, die war doch voll erfolgreich, voll viele Leute und so. Meinte ja, ich habe nur 30 Euro pro Abend verdient. Der musste damit wirklich noch sein Essen bezahlen, sein Hotel. An dieser Stelle auch Grüße an Kaputt und unsere alten Freunde von Antigaranti. Wir wissen, ihr habt euch für den Erfolgsweg entschieden und nicht für uns, mit uns zu machen. Aber ist egal, wir verzeihen euch. Und ja. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße. Na gut, dass du so viel redest, Jan. Ehrlich, man kann ja auch irgendwie entertainen, ohne zu wissen. Was? Wie? Bruder,
Komm, ist okay. Komm, wir wissen. Ich dachte schon, Alter. So, jetzt wieder auf dem Weg in die Köln-Arkaden. Diese Arkaden sind berühmt geworden durch uns. Auch im Hip-Hop-Bereich gehen die Leute dann hier einkaufen. Die denken, das wird dann mehr gezählt oder so. Aber wird überall gleich gezählt. Wir wollen euch wieder zeigen, wie man CD kauft. Der Anlass ist, nicht vergessen, Eklem-Album, 2.9. Und ja, mal gucken, was wir heute kaufen. Heute ist ja die Hölle los hier in Kalk. Köln-Kalk. Höllenfeuer. Höllenfeuer, Reit-West, Derendorf sind heute vereint. Vorsicht. Derendorf-Völkermord, Köln-Kalk-Attentat und Reit-West. Mic-Check. Ja, wir können nicht mithalten mit unserem eigenen Erfolg von German Beat Allstars. Und haben uns deswegen jetzt nochmal neue Kraft gegeben, dass wir das auch nochmal toppen können. Damals hatten wir die 12-Feature, Rest in Peace Proof. Rest in Peace Proof. Die 12-Feature, für das Geld könnte man heute guck mal, hier ist Saale. Eine Hook von mir kriegen. Was soll das sein? Ich war in Vegas. Ich war 3 Wochen in Amerika, ich war in L.A., in Vegas, in San Diego, in San Francisco, überall. San Francisco, nur Homo, eigentlich eine coole Stadt, aber zu viele Schwule. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, komm, scheiß drauf, gehst du wieder in den Süden von Kalifornien. Dann war ich in Las Vegas am Strip und rate mal, wenn ich getroffen habe. Der gute Herr Kollege war dann mit mir an einem Pokertisch. Viele Leute werden das nicht glauben, aber wenn der Kollege irgendwann mal drauf angesprochen wird, der wird euch das auch bestätigen. Guck mal, ganz kurz, sind hier wieder auch rechtlich CDs übrig geblieben. Das war noch vom letzten Jahr, wo wir hier waren, ne? Die Dinger sind heute schon ziemlich lang hier. Also trotz der Retouren haben sich immer noch irgendwo welche CDs versteckt aufgehalten. Der Thomas Stein hat uns ja eben erklärt, wie das mit den Retouren läuft. Richtig. Im Januar gehen die CDs weg, das heißt beim nächsten Mal werden die nicht mehr da sein. So, jetzt sind wir im Hip-Hop-Bereich. Zahlreiche Menschen folgen uns, die denken, ach hier krass, ist heftig, Alter, dass es nur eine gibt, Alter. Krass, ja. Du bist abgefuckt aus, oder? Hier hat der LBR richtig Kohle gemacht, Alter, größer als LBR. So, was kaufen wir denn jetzt? Cars, Liebe, Sex und Fertigkeit oder so? Hör auf, Mann. Sind das deine Brüder? Ja, wir auch nochmal. Die Bang Bros? Das sind meine Brothers. Was ist das denn, Alter? Ist hier noch ein Kartenspiel drin? John Bellows Story 3. Hey, kann er mit dir, kann er mit euch ein Foto machen? Nee, wir drehen gleich schon. Rucksack danach. Drin. Wir drehen gerade was. Was war ein Rucksack? Hier mit Rucksack. Ich schwöre euch, ich weiß, was ich nehme. Hier ist noch eine Regenjacke mit drin für vielleicht, falls es da regnet. Also ich nehme von Kay. Und das meine ich jetzt ernst, weil die Leute denken, ich habe Stress mit dem, habe ich aber nicht. Ich nehme jetzt von ihm. Muss ich eine nehmen? Ja, oder wir nehmen das. Das ist doch gut, Alter. Der ist doch für unsere Fanbase. Ja, den sollte man auch nehmen. Aber warte, ich muss ein geiles Album machen. Krass, hat Sarah Engels auch ein Album oder was? Das gibt's ja nicht. Hier wird der Release ohne Ende, Alter. Was ist los? Soll ich jetzt Kay nehmen oder soll ich Pietro nehmen, Alter? Nimm Kay, Mann. Nimm Pietro. Ach, krass, Alter, heftig. Dass hier nur eine gibt, Alter. So heftig, Alter, krass, ne? Guck mal. Voll krass, dass nur eine gibt. Alter, was ist das denn, ey? Der Bushido macht ja richtig auf Action, Alter. Ach krass, hier, guck mal, schieben die mit Kamera. Und noch welche. Und noch welche. Ja, passt du doch. Passt. Passt doch, was du wolltest, du Wichser. Hier, Jam, dein Alter. Du bist am Suchen. Hier, dein alter Crewmember. Der wollte ja nicht mitmachen, weil der wollte den Weg des Erfolges wählen. Guck mal. Alter, 38 Lieder. Achsen, bis an die Achsen. Aber ich bleib bei hier, bei Kenneth. So, was ist los jetzt in Deutsch? Ich hab schon eine. Das, ihr unterhaltet mich nicht. Die Entertainment-Schiene geht zu weit runter. Hier Leute, 50 Cent. 50 Cent. Okay, komm, geh mal, bezahlen. Okay, komm, gib mir ein paar.
Oh, sorry, das war wohl der falsche, auf die falsche Kasse. 7,99. Hier, bitteschön. 7,99. Aber hier, dass ihr mal einen kleinen Einblick kriegt. 2 Euro und 1 Cent zurück. Wenn ich hier nur einmal riss. 50 Cent. 17,99. 17,99, Alter. Was für ein Händlerabgabepreis. Und trotzdem muss es unterstützt werden. Dankeschön. Hier, Janet, Ari, ich grüße euch. Ich hab's gekauft. Was für ihr? Tony Ayo, Lloyd Banks. Pretty fan. Ich grüße euch. Listen, hier ist your man, Fred Bang, from D-Town, straight out of Derndorf. Volker Mord, with my kid, Echo Fresh and Summer Jam. I know, yeah. 50 Cent, you said somebody about German Dream, but we forget it. Yeah, man. And we can chill together in then I Can Fuck Your Mother. And I heard that Farid Bang verkaufs mehr than Tony Ayo. And then in the 2005, 50 Cent says, destroy German Dream, and now we fuck your mother, man. Frag mal den Tony Ayo, warte mal ganz kurz. Tony Ayo. Eine Sekunde. And fuck your mother. Frag mal den Tony Ayo, ob der auch so eine Karte hat. Was ist los, Tony? Einmal mitnehmen und einmal tauschen. Mein Kuli hätte ich gern wieder. Den Kuli kriegt man nicht dazu, auch wenn man mit Kreditkarte mit Gulden bezahlt. Komm alle zusammen jetzt, nicht jeder einzeln, das ist zu viel. Komm, Jungs. Komm alle zusammen, Jungs. Was los? Ein Punkt. Komm, mal der links, rechts, anders. Mal hat der links, rechts. Wo kommt der denn aus? Der ist in da. Wo kommt der denn aus? Der will ich jetzt. Hier. Schick. Ich hab mal nicht so schön. Nee, das behalte ich für Steuer. Wo geht's wo drauf? Warte, lass hier an. Hier, Leute. Ich hab letztes Mal gesehen, die Rapper tragen seit neuestem auch Lacoste. Aber das ist alles aus Kapalischatsche. In der Türkei. Das ist ein Ort, wo sich die... Deswegen ist 50 Cent Türkei aufgetreten. Achso, der hat schnell Klamotten bekommen. Bei Kapalischasche, also wenn ihr demnächst Jascha mit Lacoste oder so seht... Leute, noch ein anderer Tipp. Es gibt diesen Louis Vuitton Store in Nador. Das ist extra eine Boutique. Ich grüße Tony, du Hurensohn. Ich hab deinen Mutter gefickt. Mein Künstler Farid Bang, mein Künstler Summer Jam verkaufen mehr als du. So, denkst du, das ist cool, nur weil 50 Cent gesagt hat, destroy the German Dream? So, jetzt haben wir sein Leben gefickt, Alter. So sieht's aus. Ich kenn Leute, die dich kennen. Tu nicht so, als ob es dich gibt. Ich war in deiner Gegend, in Las Vegas, L.A. und San Diego. Wo wart ihr, ihr Wichser? Ne? Wo wart ihr? Ich war alleine. Keiner ist gekommen. Wenn du ein Problem hast, komm nach Derndorf. Ich war in Hollywood. Wenn du ein Problem hast, komm nach Reit. Du weißt, wo meine Cousins sind. So, jetzt kommen wir mal langsam zum Ende dieser Geschichte. Und die Moral von der Geschichte? Die Moral von der Geschichte. Kauf eine CD, sonst fick ich dich. Eine. 2.9. Ekrem-Album. Ihr habt gesehen, wie man guten Rap unterstützt. Und so wird das gemacht. Willst du noch was mit der CD machen? Oder wollt ihr die behalten? Ich will die Eminem-CD. Was soll ich machen? Soll ich wegschmeißen? Ich hab meine verschenkt. Echt? Ja, behalt die für Auto. Ist doch auch ein guter. Das ist 50 Cent. Ich hab die. Ja, es gibt ja auch Rapper, die kein Auto haben. Hier, dicke Bands, 50 Cent. Weißt du, so im Land? Kapalöcharche. Kapalöcharche.